Ich habe ein kleines Quiz. Ganz oben, was ist das? Was ist das für ein Anschluss? Und das darunter? Lightning, Lightning-Anschluss und ein Talks-Anschluss, Lightning-Talks. Ha, ha, ha. Okay. So, das Publikum muss hier mitmachen bei den Lightning Talks. Das erkläre ich auch noch, warum gleich. Lightning Talks am zweiten Tag. Lightning Talks sind Kurzvorträge, die einfach jeder machen kann. Und wenn man sich schnell genug anmeldet, kann man das machen. Man kriegt 5 Minuten, um irgendwas vielleicht über ein Projekt zu erzählen oder so, oder über eine Assembly, die du gemacht hast. Und manchmal gibt es auch 3 Minuten Talks, aber das sind nur wenige. Damit jeder auch nicht mehr als 5 Minuten nimmt. Wir haben den Timekeeper hier, dieses tolle Ding hier, was Alex gemacht hat. Und wir demonstrieren das mal gerade kurz. Ja, willst du was darüber erzählen? Okay, dieses Gerät stellt sicher, dass die Lightning Talks auch wirklich blitzschnell sind. Letztes Jahr gab es Beschwerden, du sollst die Leute nicht hetzen, ich brauche mehr Zeit, aber das ist eigentlich der Geist der Lightning Talks, ist es schnell zu machen und schön zu machen und das Publikum zu unterhalten, und deswegen benutzen wir diesen Timekeeper hier. Und wenn es startet, kommt erstmal grün. Grüne LEDs kommen da, die steigen auf, und die ersten 4 Minuten, insgesamt gibt es 5 Minuten, und in den ersten 4 Minuten ist alles grün. Dann steigt das so langsam auf, vielleicht nicht ganz so schnell, das ist nur die Demonstration hier. Und wenn 4 Minuten um sind, wenn grün ganz oben ist, das bedeutet, man hat noch 1 Minute übrig. Und dann ist noch, wenn grün ganz oben ist, ist 1 Minute noch übrig. Und in den nächsten 30 Sekunden wird langsam alles gelb. Und wenn nur noch 30 Sekunden übrig sind, dann kommt das Rot von unten. Und das bedeutet, jetzt mal langsam zum Schluss kommen. Und dann nur noch 20 Sekunden. Und dann halten wir beide Hände hoch. Und dann müsst ihr im Publikum, können wir das mal gerade üben, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und dann kommt der Buzzer und dann ist vorbei. So, die Sprecher wissen aber noch nicht, was sie machen müssen. Also, wenn ihr ein Sprecher seid und ihr habt vergessen, wann ihr dran seid, dann könnt ihr das auf dem Mirror-Wiki, das Mirror-Wiki ist nicht down, da kann man nachgucken. Also für Tag 2 ist die Liste mit allen Sprechern. Und wenn du weißt, wann du dran bist, dann solltest du, bevor dein Talk anfängt, solltest du schon vorne sein, am besten in der ersten Reihe sitzen und dort warten. Und sobald deine Folien kommen, musst du hier an das Sprecherpult kommen, den Klicker nehmen, übernehmen von dem vorherigen Sprecher. Lass den nicht weglaufen mit dem Klicker, denn der gehört mir. Und dann einfach nur ins Mikrofon sprechen. Das ist wichtig auch. Man kann die Slides auf dem Monitor sehen. Du musst dich nicht umdrehen zu der Leinwand. Wenn man sich umdreht, dann kann man dich nicht mehr verstehen, weil du zu weit weg bist vom Mikrofon. Also einfach nur ins Mikrofon sprechen. Und auf den Monitor gucken oder das Publikum angucken und links-rechts klicken, um durch die Slides zu gehen. Noch eine letzte Ankündigung, es gibt auch eine Übersetzung, das ist hier. Und wir sagen das auch nochmal auf Deutsch, die englischen Talks, das sind die meisten, werden ins Deutsche übersetzt. Und es gibt ein paar deutsche Talks, die werden wir dann ins Englische übersetzen. Und we will also translate the German Talks into English. And we'll start with the first talk now. Hallo jeder. Es ist großartig, dass wir über Konfigurationsmanagement sprechen können. Das bedeutet, oh, ich habe das gerade weggeworfen.
Das bedeutet, ihr habt eine Art von Textfile oder Konfigurationsfile oder Dokumente, die deine Systemkonfiguration, die sind, es ist keine Verwirrung, weil alles gleichmäßig konfiguriert ist. Diese Tools sind konfiguriert für dieses System, optimiert die. Ich habe diese Konzepte, 64 Konzepte, die sind großartig, die habe ich irgendwoher geholt. Ich habe hier mein Use Case und das ist relativ klein, das geht. Ich wollte einfach nur Fingerdetektion konfigurieren und jetzt eine minimalistische Konfiguration dafür. Meine Idee war den Paketmanager zu benutzen, um ein Konfigurationspaket zu machen und dann das zu verschicken. Dann die Applikation Also funktioniert alles automatisch. Ich installiere nur den Package Manager und benutze hier ein Skript, was dann die Packages managt. Und es gibt natürlich eine Beschränkung dabei. Zum Beispiel, wenn jemand Sachen nachträglich ändert, dann kann ich nicht einfach das nochmal laufen lassen, sondern das ist innerhalb von dem Paket versteckt. Und wenn ich eine Konfigurationsdatei installieren will, es gibt also ein paar Probleme damit. Wir können all diese Probleme lösen. Und das ist, was Holo macht. An Holo habe ich gearbeitet in den letzten Monaten, die ich auch produktiv auf einem System benutze. Zum Beispiel, diese Dateikonflikt kann relativ leicht aufgelöst werden. Wenn wir hier unsere angepasste Konfiguration angucken, das ist ein einfaches Beispiel. Wir können zum Beispiel ein Skript verschicken mit einem Paket, das die Standardkonfiguration modifiziert. Wenn wir das modifizieren, können wir mit Holo das anwenden, um das anzupassen per Skript. Ich kann auch alle möglichen andere Objekte anpassen, indem ich eine Quelldatei dabei zuführe. Und das kann man mit Holo Apply außerdem auch noch verwenden. Hier ist ein Konfigurationsdatei, wie man das macht. Ich habe hier zum Beispiel SSH-Konfiguration geändert und mit HoloDiff kann ich herausfinden, dass ich das gemacht habe. Ich kann einen Diff-File benutzen, um das zu sehen und das anzupassen. Hier sind ein paar Links, um das nochmal nachzugucken. Hier gibt es noch ein paar Möglichkeiten mitzuarbeiten. Man kann hier zum Beispiel für Holo weitere Pakete beitragen. Ich würde es toll finden, wenn ihr Pakete dafür baut und Holo für euch selbst benutzt. Es gibt ein Plugin-System. So ihr könnt ihr Holo beibringen, weitere Sachen zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, dieser Vortrag ist Where Demo. Hi, I'm Swally and I code demos. I've brought with me today something. Demos, ich habe heute einen Demo Blaster dabei. Das ist ein Ghetto Blaster, um Demos abzuspielen. Ein sehr einfaches Zeug. Und der Klicker funktioniert nicht. Next slide, please. Bitte nicht die Seite. Jetzt funktioniert's. So. Es gibt anscheinend technische Probleme. Okay. Bitte den Zeitzeiger zurückzusetzen. Ich werde die Batterien bald austauschen. Also das ganze Projekt begann damit, dass es einfach nicht lief. Ich wollte etwas bauen, das LEDs und LED-Stripes benutzen und für einen Raspberry Pi, aber
aber beides hat nicht funktioniert, obwohl die LEDs wirklich funktioniert haben. Ich habe ein paar Tage daran gearbeitet und habe dann alles weggeworfen, weil das nächste funktioniert hat. Die Hardware ist ein durchsichtiger Arbeitskasten. Der Hersteller spezialisiert über Blister Wrapping und das ist ein bisschen interessant für mich. Ich habe 32 bei 36 LEDs, also ich habe 500 LEDs, die sind bei einem speziellen Cutter zusammengestellt und das Holz ist aus der Rückseite eines alten Schranks, den ich in meinem Keller hatte. Die ganzen LEDs werden von einem sogenannten Fake Candy Microcontroller gebaut worden, das ist ein TNC3-Gerät, wo die ganzen Output-Pins ein bisschen anders angeschlossen sind. Und alles wird zu einem Raspberry Pi 2 verbunden, der die ganzen Animationen macht. Ich habe für die Geräusche zwei Standard-USB verstärkte Lautsprecher für Laptops und zum Debugging oder mit der Hardware zu arbeiten, habe ich den USB-Port, einen HDMI-Punkt und den LAN-Port rausgeführt, zum Beispiel, ich einen Laptop daran verbinden kann mit einem SSH, den ich darauf verbinden kann. Ein weiteren, eine sehr große Stromversorgung, die wird benötigt, also im Moment kann man es noch nicht mit Batterien benutzen. Eine andere Sache, die ich eingebaut habe, sind diese Minions, weil ich sie einfach mag. Nächste Zeile, die Folie bitte. Die Folie ist auch komplett oder fast komplett erhältlich und ist ein GitHub-Projekt und ich habe die Standarddistribution OpenPixel-Protokoll ein bisschen verändert, sodass ich eine andere Grafik-Library benutzen kann. Es sind auch normale Libraries für Python und C++ und Perl und das Protokoll ist sehr einfach und man kann es in jedem Sachen schreiben, die Daten über TCP/IP rausschicken kann. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben die LEDs mit den zugehörigen Bussen. Die sind mit dem Fake Candy verbunden, dem Microcontroller, der innerhalb einen USB hat. Der ist verbunden mit dem Fake Candy Server. Der ist mit TCP/IP verbunden mit dem Client-Anwendung. Und die Client-Anwendung, die ist selber mit Standardkomponenten benutzt wurden. Nur der grüne Teil, den musste ich selber schreiben. Der Rest ist Standardsoftware, die einfach funktioniert. Und das Witzige dabei ist, weil es TCP/IP ist, kann man das auch in einer Entwicklerumgebung machen. Man muss es nicht unbedingt mit dem Raspberry Pi machen, sondern kann auch den normalen Notebook zum Entwickeln benutzen. Da muss man nicht im Embedded-System benutzen. Eingebildetes System. Mein Schluss daraus. Das zu bauen wird mit Teilen direkt auf dem Laden benutzt. Ich brauche nur einen Power Supply. Also der Rest ist nur, die Sachen einfach zusammenzubauen. Das funktioniert wirklich perfekt. Der ganze Software-Stack ist verfügbar. Per MIDI kann man das überall anschließen. Es sind Sourcen verfügbar für macOS, für Windows. Und der Source-Code steht verfügbar. Und alles, das irgendwas für Linux kompilieren kann, funktioniert. Zwei kleine Hinweise von mir noch. Nicht die LEDs bis zum Maximum benutzen. Was man hier sehen kann, die LEDs sind gerade bei 50%. Wenn man sie ans Limit treibt, durch die Hitze gehen die kaputt. Also, und für Software, wenn ihr eine nette Animation benutzt, benutzt Oversampling. Das heißt, benutzt ein Bild, das ungefähr viermal so groß ist und skaliert es runter, bevor ihr das anzeigt. Und für einen Eindruck benutzt Bewegung, um das zu zeigen. Wenn ihr Demos sehen wollt, in Halle F, Raum 200, könnt ihr uns besuchen. Und dort werden wir Demos zeigen. Dankeschön. Vielen Dank. Es tut mir sehr leid wegen dem Klicker, es scheinen die Batterien gewesen zu sein. Kannst du bitte die Folien auflegen?
letzte Folie. Surveillance. We need more surveillance. The big politicians say that surveillance is very important. It protects them from terror acts, no criminality. A society of straight and true and orderly people. Only true. Once there's any change, all those who want to protest are already caught up with the police. And once we start again with running a war against the enemies of the surveilled state, when we have to defend our values in distant countries, then we will know for sure that at home there will be nothing and there will not be any peace demonstrations. Die Zeit, in der sich entscheidet, ob wir zukünftig noch in einer Demokratie leben werden oder unter einem Geheimdienstregime. Future or at the moment every terror act of terror is used to give more power to the secret services. In Germany there is even there won't be any cases against the surveillance, and it will become easier and easier to work against demonstrations and opposition. Surveillance is not comparable with sovereignty, and it destroys the democracy. And there is a last instance that protects us from this case, and this instance is the most important. However, it's really slow, and you know what I'm talking about. What I'm talking about is our backside, and it's important that we now move out, and when we have a strong public opinion against surveillance, we might help something, and that's also the aim of the platform against surveillance. We want to try using that to improve the work by those who want to protest against it and want to transform those who are against it into a publicly noticeable protest. And that's where we have a number of local groups that engage themselves against the surveillance, and if anybody who is interested finds an anti-surveillance group close to him, and there are large areas where there's nobody, and wherever you're from, and if there's no group there, enter yourself into the list, even if you're alone, say, hey, I'm a group in founding, and maybe someone will find you, and you can work together and run something bigger. That can start really easily with information or small demonstrations. Whatever you want to do, whatever you think is appropriate to bring that subject into the public, enter it into the calendar against surveillance. There are all the informations about things that are going to happen about surveillance or against surveillance, and where you can help and where you can do an advertisement for them. And everybody where it's real too much interested, there's the logo, you can get it from the website or a sticker for a window, and even that, and run a small part in the public opinion. I'll continue to work on the website, and I'm looking forward to any critiques or decisions from you. Der nächste Vortrag bitte, verlötet. Da ist der Redner. Für die folgenden Sprecher, wenn ihr seht, dass der Sprecher vor euch so langsam zum Ende kommt oder schon während des Gesprächs, kommt bitte schon zum Podium, damit das schneller geht. Mach bitte weiter. Hallo, ich bin Sebastian. Ich werde jetzt über faire Hardware reden. Ich muss das jetzt erstmal erklären. Im Speziellen, ich rede jetzt über Zinn.
sind, ist in jedem elektronischen Produkt drin, weil wir es brauchen, um elektronische Bausteine zusammenzustecken. Darum rede ich ein bisschen. Wo muss ich das jetzt hinzeigen? Es kann jetzt sein, dass die Folien zu hohe Auflösung haben, deswegen brauchen wir ein bisschen. Es gibt eine gewisse Anzahl von Problemen mit Zinnbergbau. Die werden, das Zinn wird aus dem Boden gegraben. Es liefert nicht nur ein relativ geringes Einkommen, sondern es führt auch zu anderen Problemen wie Kinderarbeit, häufige Verletzungen oder Todesfälle wegen der Arbeitsbedingungen. Zusätzlich ist noch ein weiteres Problem, dieser Bergbau ist oft für die Umwelt sehr schädlich. Es braucht oftmals Jahrzehnte, bis dort wieder irgendetwas wachsen kann. Das ist ein schmutziges, aber doch offenes Geheimnis für unsere Community, dass die ganze Hardware, mit der wir gerne spielen, dass die von solchen sozialen Problemen von solchen Problemen betroffen ist. Was wir jetzt getan haben. Ich repräsentiere jetzt hier eine kleine Non-Profit-Organisation Verlötet und wollte sagen, wie wir angefangen haben. Einen Tag haben wir mit einer anderen Person, die ein Hardware-Projekt hat, haben wir ein Brainstorming gemacht, um jetzt herauszufinden, was jetzt ein gutes Projekt wäre. Sie sagte, dass Zinn eine Art blinder Fleck in ihrer Versorgungskette ist. Und was könnten wir jetzt tun, um diese Problemkette zu unterbrechen? Das Erste, was wir getan haben, ist natürlich erstmal ein catchy Name gesucht haben, Verlötet. Das wiederum half uns, in Kontakt zu kommen mit einem großen Hersteller von Lötprodukten. Das war jetzt eben, das ist die Firma Stanol, steht auf der Folie. Wir haben uns mit denen ständig unterhalten. Was bedeutet eben fair für uns und was für technische Möglichkeiten gibt es? Und hier haben wir unser erstes Material aus recyceltem Lötmaterial. Ja, das ist ein bisschen kamerascheu, deswegen können wir es nicht sehen. Ah, da ist es. Ich sage das jetzt nicht, um damit anzugeben, aber ich möchte verbreiten, was wir daraus gelernt haben. Es ist halt problematisch mit den ganzen Arbeitsbedingungen und eine ganze Menge Firmen, nicht unbedingt große Firmen, die daran beteiligt sind. Die Firmen wollen auf der richtigen Seite sein und die anerkennen, dass sie für die Sachen in der Versorgungskette auch verantwortlich sind. Es könnte schon genug sein, die Idee bei ihnen zu pflanzen. Und sie könnten dann vielleicht auch einen großen Teil des Weges für sich alleine gehen. Das ist hier etwas, was Leute tun können, was ihr tun könnt. Sprecht mit den Unternehmen, bringt sie dazu, sich auf die richtige Seite zu stellen. Vielleicht müsst ihr mit ihnen sprechen, damit sie den Wert da drin sehen. Wenn du für eine solche Firma arbeitest, startet eine Initiative. Wenn ihr Hardware baut, dann schaut euch an, welche Schritte habt ihr, welche Quellen habt ihr und versucht die Schritt für Schritt vielleicht so ein bisschen zu ändern. Wenn ihr überhaupt nicht daran interessiert seid, dann wollen wir sie vielleicht treffen. Wir machen ein Treffen. Können wir die Folie haben, bitte? Wir arbeiten ein Treffen morgen um 3.15 Uhr und es sollte kommen. Und wir organisieren ein Treffen morgen um 3.15 Uhr mit unserer Assembly, mit dem Helpdesk und neben dem Sendezentrum. Also trefft uns dort und zu jedem anderen Zeit kontaktiert uns über elektronische Methoden. Vielen Dank. Yeah. So some of the talks seem to progress rather slow. That's usually the case with PDFs that are like 10 MB plus.
gut, der nächste. Also, hallo jeder. Ich würde gerne ein Projekt präsentieren. Es ist eine Idee, ein neues Framework zu bauen und aus diesem Patentproblem rauszukommen. Ich arbeite mit einem Freund, Pavel Elektronik, und er hilft mir mit den technischen Aspekten. Und meinen Vortrag möchte ich darüber reden, dass ihr uns vielleicht helfen könnt mit euren Ideen und eurem Wissen. Ich habe nicht so viel Zeit darüber, über die ganzen kritischen Punkte zu reden, über das Patentsystem, aber ich möchte einen hochhalten, der sehr wichtig ist für Makers, und das ist, also ich nenne es Überpatentisierung. Patente sind heutzutage ein Teil, je mehr Patente man hat, desto besser. Je mehr Patente man hat, desto besser für unsere eigene Business-Strategie. Und das führt zur Situation, dass mehr und mehr technologische Felder einfach voll mit Patenten sind und es ist sehr schwer für einen individuellen Personen herauszufinden, ob man ein patentiertes Komponente herstellt. Und ein gutes Beispiel für dieses Beispiel sind die Smartphones. Es wird von manchen überschlagen, bei Samsung gegen Apple-Fall, dass ein Smartphone 250.000 Patente beinhaltet, und automatisch fragt man sich selber, was sind die Qualitäten von solchen Patenten? Und nicht alle Patente sind gut qualitative Patente, und sogar große Firmen, zum Beispiel Google, haben große Portfolios, die teilweise sehr schwache Patente enthalten. Und in dieser problematischen Umgebung möchte ich ein paar Fragen beantworten darüber, ob Patente oder Patentrecht Probleme erstellt oder gute Umgebungen für Makers herzustellen. Und ich konzentriere mich auf öffentliche und nicht kommerzielle Projekte. Und die rechtlichen Sachen, die ich untersucht habe, die Sache mit diesen rechtlichen Dingen ist, sie sollen helfen, an solchen Objekten, an Patentobjekten arbeiten, ohne Erlaubnis zu haben. Die meisten von euch haben vielleicht von privaten oder Experimenten Nutzungsszenarien. Ich habe für Patente eher negative Schlüsse daraus gezogen. Die momentanen rechtlichen Ausnahmen sind unzureichend, um mit den Patenten zu arbeiten. Sie haben einen nur sehr engen Bereich von Applikationen. Und es gibt. Und jeder Versuch, diese Patente-Implementation zu limitieren, wird abgelehnt. Also ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Und Greenlight ist dafür designed, um die öffentliche von diesen ganzen Patentproblemen auszunehmen. Das Versuch, das Teilen von Informationen frei von potenziellen Patentproblemen zu halten. Es ist Design als eine Blanko-Lösung. Ihr müsst also nicht von einem Patentbesitzer um Erlaubnis fragen. Das Greenlight Framework ist zusammengesetzt aus Greenlight, den rechtlichen Lösungen, aus Green Base, das was sehr wichtig für das ganze Projekt ist. Das ist eine zentrale Datenbank, die ist nicht nur da, um die ganzen Makers und ihre Ideen zu sammeln, in einer zentralen Datenbank zu sammeln, für Greenlight Protektion zu sammeln. Es soll uns auch helfen, ein von Maker betriebenes Quelle für vorherige Kunst, die zu einem Thema ist, die dann benutzt werden kann, um Patente zu disqualifizieren. Wir haben Freiraum für Patente, Besitzer, die von Patentbesitzern, die uns helfen auf dem Weg, und wir sind in Diskussionen mit Patentbesitzern, und wir sprechen mit denen, welche Ideen leicht umzusetzen, und man kann auch gucken, wo Patente fallen gelassen werden können, um jetzt Quellen freier Objekte und Künste zu erlauben.
und wir fragen uns, welche Formen diese Patente erhalten sollen. Also jetzt, wenn Sie noch weitere unser Projekt unterstützen wollen, kontaktieren Sie uns bitte at contact@greenlightthemaker.info. Vielen Dank. So, next talk, please. Hi. Guten, hallo, ich spreche über das Digital Stalking Antwortprotokoll. Ich war in zwei Fällen beteiligt von Stalking, nicht ich selbst, wo ich mit Opfer von Stalking zu tun hatte. Bei Sachen, die zu bis 50-80% der Stalking-Fälle haben ein digitales Element dabei. In die Fälle, in denen ich beteiligt war, waren in verschiedenen Ländern. Was ich dadurch herausgefunden habe, ist, dass in diesen Ländern, dass diese Informationen und die Art und Weise, wie man damit umgehen muss, die digitalen Elemente, dass das sehr unterschiedlich ist. Ich habe mich dann also näher damit beschäftigt, gesetzliche Angelegenheiten, Polizeisachen. Forensics ist relativ wichtig. Niemand kann rechtlich irgendetwas tun bei einem digitalen Stalking-Fall, wenn man keine forensischen Dokumente hat. Wer kann das tun? Das ist in jedem Land anders. Man muss eine spezielle Lizenz haben, um digitale Forensics zu haben. In anderen Ländern braucht man jetzt müssen dann wieder Leute von Teil irgendeiner Organisation sein, Leute, die entsprechend Ausrüstung haben und einer entsprechenden Organisation angehören. Es ist sehr schwer, die Leute zu finden, die das können, und es ist sehr schwer, überhaupt nach denen zu suchen. Der rechtliche Aspekt davon ist, dass die Richter, die das beurteilen, überhaupt keine Ahnung haben, was das jetzt von Stalking und mit digitalen Sachen, was das damit zu tun hat. In jedem dieser Stalking-Cases ist aber eben ein digitales Element, und die haben aber eben genau davon keine Ahnung. Und das sind halt Leute, die erreicht werden müssen. Die Rechtsanwälte müssen ebenfalls erreicht werden, die den Opfern helfen, weil auch die keine Ahnung von den technischen Aspekten eines solchen Stalking-Cases haben. Die Polizei selbst beschäftigt sich mit den Stalking-Fällen. In England zum Beispiel unter entsprechenden gesetzlichen Bedingungen kümmert sich darum. Und als ich das erforscht habe, wenn eine Person zur Polizei geht, er werde gestalkt, und er geht jetzt zur Polizei. Als ich das untersuchte, hat die Polizei dem halt gesagt, bring deinen Computer bitte zum PC, zu so einem PC-Shop, um da die Beweise zu sichern. Ich bin daran interessiert, ich glaube, die Polizei hatte auch nicht wirklich Ahnung. Sozialarbeiter sind ebenfalls Leute, die mit Opfern arbeiten. Und das ist ebenfalls eine Gruppe, die Sozialarbeiter, die keine wirkliche Ahnung von der entsprechenden Technik haben. Das ist aber ebenfalls eine sehr wichtige Gruppe, weil die eben Informationen verbreiten können und Informationen weitergeben in riskanten Situationen. Leute, die sich in der Community sind. Es ist relativ... Das heißt, die können in einer ganz isolierten Situation sein. Sie sind Missbrauchsopfer, und das ist eine ganz wichtige Gruppe. Und Psychologen und Opferunterstützung, wenn bei den Fällen, wo ich beteiligt war von unserer Forschung, wenn immer bei Stalking ein digitales Element war, dann ist das ein ganz wichtiges psychologisches Ding. Und es geht nicht nur du kannst deinem Netzwerk nicht mehr vertrauen, du kannst niemandem vertrauen. Und es gibt Leute, die versuchen, dir dabei zu helfen, aber die haben aber nicht unbedingt Wissen über Technik und so. Wir brauchen die Tools dafür, wir brauchen ganz viel Awareness.
für alle diese Gruppen. Ich habe heute Nachmittag eine Session dazu organisiert, um 3 auf dem im ersten Stockwerk unten. Und im Wesentlichen ist die Idee, wenn jemand überhaupt irgendwas darüber weiß, über diese verschiedenen Gebiete in ihren jeweiligen Ländern, dann kommt bitte dazu und wir können daran arbeiten, wir können anfangen daran zu arbeiten und über praktische Aspekte sprechen. Bitte kommt vorbei dafür. Vielen Dank. Cutie Pass ist als nächstes dran. Wo ist der Sprecher? There he comes. Da kommt jemand. Eine Ankündigung. Bitte kommt nach vorne zu der Bühne vor eurem Talk. Dies sind alte Slides. Das ist eigentlich nicht mein Talk, aber ich mache das für jemand anders. Und das ist zu meinem Passwortmanager, der heißt Cutie Pass. Passwörter sind ein Problem. Bitte ins Mikrofon sprechen. Passwörter sind ein Problem. Wir alle haben Probleme damit. Und es gibt einen Passwortmanager, der heißt Pass, ist Teil von jeder Distribution und man kann GPG benutzen und Passwortgeneratoren, um die Passwörter zu speichern. Aber es funktioniert nicht für alle Leute, die Kommandozeile nicht so beherrschen. Deswegen gibt es einen Qt-Frontend dafür. Funktioniert auf OS X, auf Linux, auf Windows. Und man kann die Passwörter damit verwalten. Wir haben 20 Leute, die beitragen dazu. Es gibt 7 Sprachen bisher. Und im Wesentlichen für jeden Passwortsatz kann man festlegen, welche Leute die lesen können. Das heißt, man kann es auf einem Git-Repository speichern mit PGP gespeichert und kann es in verschiedene Folder tun und kann sagen, wer welche lesen können soll. Und alles ist. Wer GPG benutzt, kann das sowieso dann benutzen. Und wir haben ganz viele Optionen. Sieht ziemlich kompliziert aus, aber wenn jemand ein neues Interface designen kann, dann wäre das super. Aber man kann Passwortgeneratoren benutzen, man kann automatisches Löschen und automatisches Verstecken und es gibt Templates. Wenn man ein konsistentes Passwort, konsistentes Layout haben will, dann kann man alle dasselbe Layout, dasselbe Template benutzen und dann sieht es überall gleich aus. Das ist der Editierbildschirm. Man kann PWGen benutzen oder einen anderen Passwort-Generator, wenn ihr einen anderen habt. Das Interessante hier dran ist, Leute kamen mit Ideen zu uns, sagten, ich hätte gerne dies, ich hätte gerne das und wir sagen ihnen, ja, das, so kannst du das machen. Und jemand sagt, ich brauche eine neue Option, um Inhalte zu verstecken und wir haben ihm geschrieben und das und so kannst du das machen. Und am nächsten Tag hat er es gemacht. Also es ist ganz klasse, um Leute einfach mit an Bord zu holen, die einfach mitarbeiten. Und wenn man denen erklärt, wie sie das machen, dann können sie das machen. Das ist gar nicht so schwer. Qtpass.org ist in Debian, kommt in Gentoo. Und wenn andere Leute das für andere Distributionen ein Package machen wollen, dann das wäre prima. Wir haben jetzt auch Simplified Chinese. Und wer das übersetzen will, auch kann sich auch an mich wenden. Und das ist von Debian. Und ja, ich war viel zu schnell. Kein Problem. Okay. Let me just take your time to. Ich nehme jetzt nochmal die Zeit, das nochmal zu wiederholen. Ich weiß, ihr seid aufgeregt, wenn ihr auf der Bühne steht, aber bitte versucht, in das Mikrofon zu sprechen und dreht euren Kopf bitte nicht um hier auf die Folien zu gucken. Ihr könnt dem Monitor da unten wirklich vertrauen. Es zeigt genau dasselbe Ding. Ihr braucht nicht euren Kopf drehen und dann ist die Sprache weg. Lasst uns vorbereiten für den nächsten Talk. NFC Gate. Und bitte. Hallo, ich bin Max. Ich habe mit einigen Freunden aus Darmstadt an NFC-Gate gearbeitet, an ein paar Basics für NFC. NFC ist Near Field Communication, ein drahtloser Kommunikationsstatus für Smartcards. Du hast einen Laser und du hast tust dann die Smartcard tust du auf die Lesefläche und dann passiert ein bisschen Magie. Und es gibt NFC-Chips, die sind in vielen Android-Telefonen. Das sieht aus wie eine großartige Kombination.
besonders halt wir sahen, dass mit Android 4.4 gab es eben auch die Möglichkeit, du kannst auch deinem Telefon beibringen, wie ein NFC-Tag zu arbeiten. Das sieht großartig aus und du kannst eine folgende Attacke machen. Die Folien kommen gleich. Du hast zwei Android-Devices. Du hast ein Android-Device, ein Android als Device und ein als Android-Reader. Und so können die beiden Android-Geräte können dann miteinander reden und das Resultat ist Spaß. Und das ist eine große Art von Angriff. Du kannst dich dazwischen schalten und in der Praxis sieht man, dass Android das eigentlich nicht will. Android verbirgt viele dieser Sachen und es gibt viele hässliche Bugs. Und mit viel Fluchen und viel Kaffee haben wir viele dieser Probleme umgangen. Und wir haben eine Lösung gefunden. Ein Blick auf zwei der Probleme, die wir gesehen haben. Das eine ist, dass Android nur ein Set an Befehlen unterstützt. Das ist dieser spezielle ISO-Standard. Einige NFC-Karten haben proprietäre Protokolle, sodass man das nicht einfach emulieren kann. Wir haben den ICE-Code gepatcht und haben entsprechend die Bibliothek angepasst. Wir haben das freigelegt und wenn man dann mit Exposed benutzt, eine Software, dann... Ja, MyFair Classic ist sowieso schon lange kaputt und deswegen ist es sehr langweilig. Das zweite Problem ist, jede Karte hat eine eindeutige ID und diese ID kann nicht emuliert werden, nur mit Stock Android. Aber wir haben herausgefunden in der NFC-Bibliothek, die von Broadcom-Chips benutzt werden, dass es dann eine undokumentierte Funktion gibt, die man aufrufen kann, um eine beliebige Unique-ID zu setzen und alle Sachen, die man braucht. Und jetzt können wir jeden eindeutigen Identifier emulieren. Das heißt, wenn man den nicht weiß, dann hat man ein kleines Problem und dann sollte man ein besseres Türschloss benutzen. Und wenn man das benutzen will, braucht man Android 4.4 oder höher und man braucht mindestens ein Gerät mit einem Broadcom-Chip, zum Beispiel ein Nexus 4 oder Nexus 5. Der Nexus 6 hat das nicht. Und man braucht das Exposed-Framework auf dem Gerät. Man braucht auch einen Server, um unsere Server-Applikationen laufen zu lassen. Man braucht ein NFC-System. Und warum geben wir das frei? Das ist doch gefährlich und es geht hier um Security by Obscurity, was schon lange bekannt ist, dass es nicht funktioniert. Leute werden das einfach knacken. Das heißt, und wir haben gar kein schlechtes Gewissen, wenn wir das veröffentlichen hier. Und man kann die App bei nfc.wtf kriegen. Man hat ein vorkompiliertes APK-File, man bekommt den Source Code, ist unter der Apache-Lizenz und ja, knackt Dinge, habt Spaß und nfc.wtf oder auf dem Kongress, die Extension ist 6342. Vielen Dank. Thank you very much. Vielen Dank. Der nächste Talk, der Impact wurde jetzt auf Tag 4 verschoben, weil ich einen Anruf vor einer Stunde bekommen habe. Da gab es einen Anruf vom Helpdesk. Da gab es eine Person, die sollte Gleichstellung machen, aber ich habe leider kein Ticket bekommen. Der erste Satz auf der Lightning Talks. Sind Reden, die jeder Kongressteilnehmer halten kann. Das heißt, ihr müsst schon leider auf den auf den Kongressen, ihr müsst schon ein gültiges Ticket haben. Wenn ihr hier seid, dann könnt ihr auch, wenn ihr ein Ticket habt, könnt ihr einen Eingang haben. Umgekehrt ist leider nicht so. Also vierter Tag. Das bedeutet, wir müssen jetzt weitermachen mit einem weiteren Talk. Ich denke, alles möchte etwas sagen. Six FW.
Lightning Talk super fast Modus. Wir versuchen jetzt unseren Lightning Talk super schnellen Modus. Und zwar nur 3 Minuten Modus. Und na, willst du 4 Minuten? Ja, ich werde es in 3 Minuten. Er wird es in 3 Minuten versuchen. Hast also 2 Minuten grün und der Rest wie üblich. Ja, danke. Lass mich ein paar Worte verlassen über 6FW, mein neuestes Projekt. Ich habe kleine Homeoffice-Firewalls ausgetestet und funktionieren oft, aber sie skalieren nicht, sie haben Probleme und es fühlt sich oft nicht richtig an, wenn es um IPv6 geht. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit IPv6. Ich habe ein paar Sticker und ich bin auch nicht sehr zufrieden mit der Geschwindigkeit dieses Lichts und ich habe eine Vision. Guck mal, hast du die Folie gemacht mit Keynote. Oh. Ja, das ist eine schlechte Kombination. Dieses Bild ist, wenn man aus meinem Wohnzimmer guckt, das ist mein Nachbar, wie er versucht, das Dach in Ordnung zu bringen, immer lustig. Ich versuche jetzt, mich daran zu erinnern, was auf den Folien drauf ist. Meine Vision war, eine zuverlässige Firewall zu haben, die sich um IPv6 zuerst kümmert. Ich habe erstmal eine Konfiguration gekümmert, bekomme eine eindeutige Adresse und gehe drauf und konfiguriere die Firewall. Die meisten benutzen eben nur IPv4. Hier ist ein Proof of Concept. Also auf jeden Fall erstmal mit IPv6 anfangen und vielleicht später IPv4 dazu. Ich benutze die PC Engines Projekt. Ich habe OpenBSD drauf getan, weil es relativ sicher ist. Und weil ich den PF-Paketfilter drauf habe und der ist sehr gut und sehr sicher. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt eine Web-Oberfläche bauen möchte, vielleicht mit Python, vielleicht mit Git als Speicher. Ich suche jetzt noch weitere Ideen und suche auch noch Leute, die daran interessiert sind und interessante Leute, die mir helfen. Ihr könnt mich auf Twitter finden, ihr könnt mich unter dieser E-Mail-Adresse finden, auf Twitter. Und das war's. Dankeschön. Nicely done in 3 minutes. Yeah, I'm sorry about the slides. So. Ja, tut mir leid wegen der Slides. Keynote-PDF Export funktioniert irgendwie nicht so richtig mit der Skalierung und Linux-Presenter haben dann ein Problem, die Bilder darzustellen von Keynote. So, das nächste ist Nexmon. Bist du da? Ja, super. Hallo, ich bin Daniel. Ich möchte über ein Projekt sprechen, was Teil meiner Masterarbeit ist. Matthias Scholz ist mein Supervisor für die Masterarbeit. Wir haben das Nexmon genannt und es ist im Wesentlichen ermöglicht es den Monitor-Mode auf dem Nexus 5-Gerät. Die Folie sagt, verfolgt uns nicht, klagt uns nicht an, verklagt uns nicht. Was wir machen, wir brauchen für den Monitor-Mode brauchen wir Management Control und Frames und wir brauchen auch den Promiscuous Mode. Wir wollen nicht nur unsere Frames kriegen, die wir kriegen sollen, sondern wir wollen andere Frames auch mitlesen können. Und was wir im Wesentlichen machen, wir wollen Wi-Fi-Hacking auf dem Smartphone machen können, weil es viel einfacher ist, auch für Katzen. Und deswegen gibt es einige andere Projekte, die den Monitor-Mode aktivieren auf älteren Geräten. Zum Beispiel die BCMon war für Nexus S und wir wollten den auf dem Nexus 5 aktivieren. Und was müssen wir machen, um den Monitor-Mode zu aktivieren? Der Chip hat 2 Teile und für den Code und den ROM und RAM, der RAM-Teil, ist einfach, da kommt man einfach dran, man hat ein File und in Android, auf Android im Filesystem und man kann es einfach lesen
und es wird dann einfach geladen aus dem Treiber, wird dann in den Chip geladen und dann funktioniert das Interface und man kann dieselbe Methode benutzen, um den ROM-Teil zu kriegen. Und am Ende hatten wir dann beide Teile und wir konnten das Reverse Engineering anfangen. Der nächste Schritt war, wie haben wir herausgefunden, wie die Frames benutzt wurden in der Firmware. Das heißt, wir müssen herausfinden, was der RX-Path ist. Wir haben von dem BCMON-Projekt haben wir Teile genommen und haben gesehen, dass die Receive-Function essentiell ist. Und diese Funktion haben wir erstmal und dann können wir direkt RAW-Frames von der Firmware zu dem Treiber schicken. Und am Schluss mussten wir zwei Funktionen patchen, nämlich zuerst der WB Receive-Function, konnten dann die RAW-Frames und Management-Control-Frames senden und konnten dann auch den Promiscuous-Mode aktivieren. Um die Sachen jetzt zu patchen, mussten wir die RAM-Datei und die Android-Dateien patchen. Wenn das Interface hochkommt, am Ende waren wir in der Lage, diese Patch in C zu schreiben. Das ist nur ein nacktes Beispiel. Eine Funktion, die wir dann überschrieben haben. Ihr könnt sehen, das ist relativ wenig Code. Am Ende waren wir zum Beispiel in der Lage, Alarm zu machen auf dem Nexus. Wir brauchten ein, zwei Tweaks für den Treiber, um das hier hinzubekommen. Für die zukünftige Arbeit planten wir Injection Support, also Einfügsupport zu machen. Wir versuchen ein paar Radio Tap Header zu fixen und die Stabilität wollen wir verbessern. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann besucht uns auf nextmon.org. Wir bauen auch einen Bootrom neu. Wir wollen das verteilen, damit ihr eine neue Firma einzuspielen. Könnt ihr auch ein anderes einspielen oder zurück. Ihr könnt einen technischen Report geben. Ihr könnt mehr auf der nextmon.org-Seite finden oder schreibt uns eine E-Mail. Danke. Wait a minute, we still have lots of time. Would you like to answer some questions maybe? No, he's gone already. Would you like to? I mean, we still have time due to the canceled talk. Is there a question? Is there a question regarding Nexmon? Okay. Okay. No, the happy cat doesn't work, sadly. I don't know. Okay, thank you. So, yeah. Also, wir haben noch 8 Minuten, bevor eigentlich die Pause anfängt. Will jemand vielleicht noch seinen Workshop ankündigen oder so? Oder noch einen ganz spontanen Lightning Talk ohne Folien? Oder will vielleicht jemand was singen oder ein Gedicht vortragen? Okay, ja, dann machen wir vielleicht doch jetzt schon die Pause. Ja, viel Spaß und dann machen wir in 20 Minuten genau um 2 Uhr hier weiter. Oh.
einzige Ausschuss, den es da zu diesem Thema gibt. Und der ist öffentlich, da kann man rein. Und wir fanden das spannend, haben uns informiert und irgendwann denkt man so, okay, so viel Zeitung lesen und die ganzen Blogs und dann das Live-Protokoll von Netzpolitik.org, super Service, aber ich lese mir das dann abends irgendwie stundenlang auch nicht mehr durch. Ich war selber schon Podcaster und dachte mir, wir müssen hier was machen. Das ist ein Auszug von so einem Live-Protokoll, also da kann man sich dann ja durchquälen, wer es mag, und ich fühlte mich dann halt irgendwie nicht richtig informiert, und auch die Zeitungsberichte von den einzelnen Medien, die haben manchmal oft nur einen Teilaspekt, wo ich aber mich auch frage, ja, wie war es denn heute? Drei Zeugen sollen da gewesen sein, wie ist denn das vor Ort? Was war denn da für eine Stimmung? Und wenn man dann halt schon podcastet, dann sagt man sich halt, okay, cool, ich will einen neuen Podcast hören, mache ich es halt selbst. Okay, wie geht das? Wie kommt man dazu, aus dem Bundestag zu podcasten? Man meldet sich einfach an, das ist der Kalender für 2015, das so lila eingefärbte, das sind die Sitzungswochen, also der Bundestag tagt gar nicht jede Woche, sondern nur in Sitzungswochen, und immer in der Sitzungswoche am Donnerstag gibt es diesen Ausschuss. Meldet man sich vorher an, schreibt eine ganz einfache E-Mail, Name, Geburtsdatum, und dann ist man angemeldet, geht hin und kann dann da drin sitzen. Wir sind nicht im Reichstagsgebäude, sondern hier, das ist das Band des Bundes. The Reichstag, but it's in one of these buildings here. This is on the left side, above the ship, above the boat. There's a circular hall, a round hall, and maybe that's the next picture. Oh, the clicker doesn't work. Yes, here it is. So we are here upstairs, where the shutters are. Below that is the canteen. And okay, right. I'll skip some of these. Those are slides from another talk, from another presentation, but it doesn't really work. Okay. And one more. Okay. This is inside. And in the foreground, if you see that, if you know the people with the bright T-shirt and the bright shirt and the backpack, this is Site Online. Before that is, in front of that is Golem, and we just joined them there. Oh, that's cool, with our podcast equipment. We didn't really know how does that work. We don't have press badges. We only have guest badges, and but everybody can join there. And then they started, and I'm standing in the crowd somewhere here with a Zoom H1, and just recorded some of the statements. You can't do that in session, that's forbidden there, but afterwards there's a press conference and there's some statements okay, thank you. One more, and then you also get, if you ask nicely, sometimes you can get an interview with the chairpersons. This is someone from the Green Party, very active member there. The next slide. And okay, if you're really not a specialist, but have a great, need a great format, and then you talk to people who know how to do it, and there's one of these alleged traitors, and you just get hold of the people and talk to them before he makes his report. We make a podcast with him, and he puts things into context with his background knowledge, and in the end we get a wonderful format. And we have sometimes done that. These are public sessions, and talk to the people who know about the stuff, and then you get a podcast. And I hope many of our listeners are here, and this is technischeaufklärung.de, and maybe you will also join one of the sessions soon. Thank you. Thank you. So, jetzt geht die Übersetzung auf Deutsch weiter. Coffee. Kaffee? Kaffee. Okay. Kann ich mal kurz den Klicker ausprobieren? Ja. Okay. Okay, lass mich kurz. Achso, du brauchst beide Hände. Okay, sag dann einfach Next Slide. Okay. Ich wollte diesen Talk machen seit einer Zeit, aber sie konnten nicht machen, weil die alles Mögliche managen mussten und schlafen brauchen. Okay, also werde ich das jetzt machen. Wir wollten Kaffee infusen.
Das könnt ihr für ein paar Euros kaufen und ihr braucht diese N2O-Kapseln, um das aufzuladen. Und was du möchtest, was ihr wollen möchtet, machen möchtest, ist das Ganze kalt brauen und dann tut ihr das in den Kühlschrank oder in die Eiskiste für 5 bis 15 Minuten. Und so brauchst du Kaffeebohnen natürlich. Du möchtest wirklich starken Charakter haben und viel Säure. Wenn du Kaffee so brauchst, dann kriegst du nicht viel Richness, viel Charakter und du kriegst sehr interessanten, sehr merkwürdigen Kaffee. Ich benutze 60 bis 75 Gramm für 800 Milliliter. Das ist für einen so ein Shaker. Macht das so fein, wie es geht. Und da kriegt ihr auch viel mehr Aroma mit. Filtern kann dann ja ziemlich lange dauern. Vielleicht 2 bis 3 Stunden. Also ich würde sagen 15 Feinheit ungefähr. Und dann einfach Wasser dazu, ein bisschen so schütteln. Aber wenn du es auf den Kopf stellst, dann bleibt es oben einfach alles stecken. Und wenn ihr das aufdreht und wieder zudreht, dann spritzt über der Kaffee hin und alles ist ruiniert. Und dann ladet ihr das auf mit 2 bis 3 N2O-Kapseln. Und du kriegst 20 bis 30 Bars und das könnt ihr auch ein bisschen überladen, das würde ich nicht empfehlen, aber es hat funktioniert. Ihr bekommt verschiedene Ergebnisse. Ihr wollt das ein bisschen mischen, damit das Gas nicht überall hinkommt, sondern nach oben. Dann tust du das in den Kühlschrank für 45 Minuten und du wartest. Nächstes Slide. Dann lasst ihr den Druck ab. Dreht es auf und dann filterst du den Kaffee. Und nächstes Slide. Das hat dann so 3 Stunden gedauert. Wir benutzen 3 Stufen des Filterns. Aber so bekommt ihr die besten Ergebnisse. Und dann könnt ihr das genießen. Eine kleine Comparison zwischen Cold Brew und Kaltbrau und Druckinfusion, bekommst du besseres Aroma, weniger Bitterstoffe. Du kannst auch mehr machen, zum Beispiel mit Vanillesahne. Und das funktioniert sehr gut. Oder ihr benutzt halt Kaffee, um das eine Infusion zu machen. Das macht sehr süchtig. Könnt ihr so essen. Und ich hatte dann eine Überdosis und das hat sich nicht ganz so gut angefühlt, aber das hat so lecker geschmeckt. Das ist sehr, sehr nettes Zeug. Könnte ich vielleicht Kaffee und Kakao benutzen? Oder halt noch nicht. Ihr kriegt fast nur Kakao und keinen Kaffee oder andersrum. Und die Filterung ist sehr anstrengend. Das Kakaopulver ist sehr, sehr fein. Und das verstopft einfach alle Filter, weil das so anstrengend ist. Machen wir jetzt Vakuumfilter mit Büchnerflaschen, Trichtern. Und das würde dann schneller gehen und vielleicht können wir sogar Kaffee auf dem nächsten GPN in Karlsruhe verteilen. Vielen Dank, trink mehr Kaffee. Okay, nächstes. Ein Prime. Achso. Okay. We got hacked. Wie? Okay.
nice. Bitte? Okay. So, yeah, this is about the primer. Okay, das hier ist zum... Das ist ein kleiner Einstieg, um einfach mal was Lustiges zu machen, was nicht so kompliziert ist, aber einfach lustig zu machen ist. Zurücklehnen, ein bisschen Spannendes, Lustiges machen, was mit der Geschichte zu tun hat. Und das ist nicht einfach nur lustig, sondern auch ganz gut, um mehr Leute in die Szene zu kriegen, sie neugierig zu machen. Yeah, the first thing I found out. Und das Dritte, was ich herausgefunden habe, nach 7 Jahren, wo ich nichts Webbasiertes geschrieben habe, ist, dass es viel schwieriger geworden ist, schlechten Code zu schreiben. Ich musste vielleicht eine Stunde recherchieren, um da was Sinnvolles zu schreiben, um eine Injektion zu schreiben. Und das war am Anfang, als ich angefangen habe, nicht so, dass man da Tutorials findet. Und ich wollte ein bisschen die Schwierigkeitskurve erhöhen. Das ist so ein bisschen JavaScript, damit die Leute den Source Code angucken und verstehen, dass man das tatsächlich ja, verstehen kann. Man muss noch nicht, vielleicht nicht alles verstehen, aber vielleicht eine Idee kriegen darüber, was da steht. Wenn du das spielen willst, dann Achtung, Spoilers. Das ist so ungefähr die Schwierigkeitskurve. Es fängt mit SQL-Injektion an, User Agent. Dann musst du nur den String verändern. Das ist was in der robots.txt, das ist ein JavaScript-Login, ein verstecktes JavaScript-Login, ein bisschen soziales Hacking, Nachrichten fair und entschlüsseln und Hashes halt entschlüsseln. Das wird alles in einem Terminal im Browser gemacht und da gibt es dann so ein paar Hinweise in CSS-Files zum Beispiel, in JavaScript, nur damit ihr halt den Source-Code anguckt. Wenn ihr nur wisst, wie ein Browser benutzt wird, das ist ganz nett, um die Leute dazu zu bringen, mal ein bisschen reinzugucken. Und das wollt ihr vielleicht nicht entverstecken, das ist vielleicht ein bisschen schmutzig, aber einfach mal angucken. Und der Zugang ist, eine kleine Geschichte rauszubringen, um die Leute halt interessiert zu machen. Und dann musst du die Herausforderungen lösen, um zum nächsten Teil zu kommen. Das ist ein klassisches Cyberpunk-Setting wie Neuromancer von William Gibson. Und es ist ein bisschen anstrengend, du wirst plötzlich mit einem Terminal konfrontiert, du musst ein bisschen rumraten und so weiter und so fort. Und es geht alles nur um Spaß, ne? Richtig? Aber ich wollte auch ein bisschen Ethik mit reinbringen, dass nicht Exploit nicht nur lustig sind, dass das in der realen Welt Konsequenzen haben kann. Und ich glaube, das habe ich nicht so richtig hingekriegt. Das so richtig, ja. Wenn ihr da irgendwie Ideen für habt, wie man das machen kann, dann kommt bitte zu mir, redet zu mir. Ich werde auf Deck sein. Couchsofa, CHSA. Und ich mache auch irgendwas, ein bisschen Hardware mit einem Freund. Primer findet ihr auf isgood.primer. Und viel Dank raus an ein paar Leute, die mir da geholfen haben. Vielen Dank. Geht's so? Der nächste Talk benutzt ein Video. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Wir hören schon etwas. Wir sehen auch schon etwas. Hallo, Freunde. Danke. Ich möchte euch ein neues Instrument vorstellen, ein neues Musikinstrument. Ich möchte euch einladen, es zu spielen. Dieses Instrument ist ein Computerprogramm, das ihr für alle großen Betriebssysteme runterladen könnt. Es ist vorinstalliert für Raspberry Pi. Es ist für Kinder gedacht und es nennt sich Sonic Pi. Es kann von 10-Jährigen nach einer Schulstunde benutzt werden und sie können damit anfangen, Musik zu machen. Und sie können Musik machen, die sehr befriedigend ist, aber
Es ist sehr befriedigend für sie und es hört sich so ein bisschen wie Daft Punk an und es benutzt eine ähnliche Technologie. Wie wir alle wissen, ist Popmusik, die wiederholt sich, was wir im Hintergrund benutzen. Was wir im Hintergrund benutzen, ist ein Geheimnis für die Kinder. Wenn wir den Kindern erklären, das ist etwas, mit dem ihr Musik machen könnt, dann, was wir denen dabei nicht erklären, ist, dass sie eine Programmiersprache benutzen. Was sie werden, aber wenn sie nun Musik machen, lernen, ist, sie lernen eine Programmiersprache und lernen ein Basiskonzept von Programmieren und sie haben Spaß dabei. Was sie jetzt tun, sie lernen Sachen wie Datastrukturen, Kontrollstrukturen, die ganzen Basiskonzepte von der Computerwissenschaft, während sie Musik machen. Wir sagen ihnen auch nicht, es gibt jetzt eine richtige oder falsche Lösung, sei hier. Sie können sich selbst entscheiden, ob das, was sie jetzt tun, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht. Und sie können das tun, was sie mögen oder was sie nicht mögen. Die haben uns gesagt, ob der Sortieralgorithmus richtig oder falsch war. Und das ist ganz anders hier. Man hört nur und weiß, ob das sich gut anhört oder nicht. Und Grundschulkinder können das schon benutzen. Es ist immer noch so kompliziert, dass auch Erwachsene damit Spaß haben können. Das heißt, ich lade euch ein, das auszuprobieren. Ich werde das auch in der Grundschule meiner Tochter machen, in der dritten und vierten Klasse. Und ich freue mich schon wirklich darauf. Ich habe einen Lehrer gefragt, ob er glaubt, das ist gut für kleine Kinder in der Grundschule. Und die Sprache, die sie benutzen müssen, ist Englisch. Und er hat gefragt, wie viele Kommandos brauchen sie denn? Und die meisten sind Play und Sleep, die wichtigsten. Naja, das sind Wörter, die sie schon in der ersten Klasse in der Schule lernen in Englisch. Und ich habe ihm gezeigt, was man damit machen kann mit Sonic Pi. Man kann den Kindern beibringen, wie man Pair-Programming macht. Man gibt denen einen Audiosplitter. Und der Lehrer hat gesagt, wir wissen, was ein Audiosplitter ist. Im Computerraum haben wir den. Und wir nennen den Spaßverdoppler. Und die setzen zwei Kinder an den Computer und die können beide abwechselnd programmieren. So, jetzt mache ich den Rhythmus und du machst den Rhythmus und ich mache die Melodie. Und dieses, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Naja. Dies ist ein ganz einfaches Programm und das läuft auf ganz einfacher Hardware. Es kommt schon auch mit dem Raspberry Pi mit. Man kann es in Computerräumen, in jeder Schule benutzen und habt einfach Spaß damit. Ladet es runter, installiert es und probiert es aus. Danke. Da ist der Klicker. Okay, wir können jetzt mit dem Vortrag Robert widerstandsfähiges IRC starten. Hello everyone, my name is Michael. Ich werde einen Vortrag über Robert IRC halten. Was ist jetzt die Motivation, irgendwas mit IRC überhaupt zu machen? IRC wird zumindest bei Open Source und Hackern sehr benutzt und wir haben jetzt Alternativen ausprobiert und nichts war sehr überzeugend. Was war jetzt das größte Problem? Das ist die Stabilität ist ein großes Problem. Wie ihr wisst, wenn ihr einen TCP-Disconnect in einem Netzwerk habt, wenn ihr jetzt einen Disconnect zwischen dir und dem Server habt, dann könnt ihr euch nicht mithalten. Wenn jetzt ein Disconnect aber zwischen zwei Servern ist, dann gibt es wirklich große Probleme. So, und das Problem ist, ihr werdet leider ermutigt, keine Neustarts zu machen, keine Updates vorzunehmen. Und das ist irgendwie nicht großartig. Wir wollen etwas deswegen machen. Wir hatten jetzt zwei Ideen. Wir benutzen ein Tunnelprotokoll, um die Unterbrechungen zu unterbrücken. Und wir versuchen jetzt eine hochverfügbare Datenbank zu nehmen und versuchen da ein verteiltes IRC-Netzwerk zu bauen.
Und das ist jetzt, wie das funktionieren soll. Wir haben eine gewisse Anzahl von Servern und die bilden einen virtuellen IRC-Server. Normalerweise ist ein Netzwerk mit 3 bis 5 Servern und ein Server kann ausfallen und auch 2 können ausfallen. Wenn wir jetzt 3 Server haben, wenn wir 5 haben, können 2 ausfallen und es merkt trotzdem keiner. Um jetzt mit einem solchen Netzwerk zu kommunizieren, braucht man ein robustes Protokoll. Und das Protokoll nennen wir Bridge, das IRC tunnelt. Wie funktioniert das? Jeder hereinkommende IRC-Kommandant wird resistent mit Raft gemacht. Die Server selbst sind als Zustandsmaschinen implementiert. Das heißt, wenn die dieselbe Eingabe bekommen, dann machen sie dieselbe Ausgabe. Das heißt, wenn ein Server nicht mehr läuft, dann kann er einfach sich dann mit einem anderen Server verbinden, der Client, und sagt, ich war an dieser Stelle auf dem Server, und dann weiß der Server, was er mit dem Client machen soll. Und wenn der IRC-Prozess stirbt, weil man ein Software-Upgrade macht oder sonst was, oder die Maschine wird gebootet oder crasht oder so, was immer auch passiert, wenn es wieder hochkommt, wird es sich genauso verhalten wie vorher. Dieselben Ausgaben machen aus denselben Eingaben. Und was nicht so gut ist, die Latenz. Die Latenz ist die mittlere Latenz von allen Servern und die ist etwas höher, aber das ist in Wirklichkeit nicht so ein großes Problem, weil die so klein ist, dass sie immer noch unentdeckt bleibt. Man hat den Zugang zu mindestens 3 Failure Domains. Das heißt, man kann nicht mehrere Server auf eine Maschine tun, weil dann das Netzwerk einfach runtergeht. Das heißt, man muss sie bei verschiedenen Rechenzentren unterbringen, so verschieden wie möglich. Und zuletzt ist der Durchsatz, wie es im Moment steht, sind ungefähr 1000 Nachrichten pro Sekunde. Und das geht so für die kleineren IRC-Netzwerke, aber für die großen IRC-Netzwerke ist es immer noch zu wenig. Um sich zu verbinden mit einem Netzwerk, wenn man Debian oder Arch Linux oder eine andere populäre Distribution benutzt, das dann einfach nur Robust IRC Bridge installieren. Und wenn man eine andere Distribution benutzt, dann kann man immer noch Go installieren und benutzt dann diese Kommandos, um den Code runterzuladen von der Bridge. Und dann hat man das auch installiert. Man kann auch eine Hosted-Version benutzen von der Bridge. Das ist Legacy IRC. Das ist nicht so gut, denn wenn die Verbindung zu der Bridge abbricht, dann funktioniert das nicht mehr. Und deswegen sollte man die Bridge einfach selber laufen lassen. Das ist das Ende. Man kann mehr davon lesen auf robustirc.net. Es gibt eine Administratoranleitung und einen technischen Vortrag auch noch, wenn ihr mehr wissen wollt. Und ich stehe dann auch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Next talk. Der nächste Talk geht über Nordlicht. You can go ahead. Yep. So, hi. Also, hallo. Ich bin Lin. Und hier ist die Idee. Oh yeah, that's one of those 9.7 MB PDF. PDF. Okay, du nimmst Frames von einem Video und machst das Bild auf einen Pixel und was du kriegst, ist ein Bild, das dir eine Idee gibt von der Farb. Man sieht dann die Farbentwicklung von dem Video im Laufe der Zeit. Wenn man immer nur einen Pixel macht aus jedem Frame, und dann sieht man sowas, und man sieht hier zum Beispiel, ist in der Mitte ist irgendwie Quallen mehr und es ist dann so lila, und es gibt auch Szenen, wo viel Himmel drauf ist, und wenn die obere Hälfte nur Himmel ist, bei Titanic beginnt es mit hellen Farben und endet dann in dunkleren Farben, und bei allen von diesen, in vielen von denen kann man den Titel und die Credits sehen. Und man sieht auch versteckte Szenen nach den Credits.
Und es ist möglich, verschiedene Szenen zu erkennen, natürlich. Und meine Hypothese ist, dass man schneller durch ein Video navigieren kann. Warum benutzen wir das? Das obere, einfach nur einzelne Bilder, wenn man dieses benutzen kann. Es gibt eine Shared-C-Library, die heißt Nordlicht. Und Nordlicht ist auf Englisch natürlich Aurora Borealis. Und da gibt man einfach das Video an und die Größe in Pixels und dann erzeugt man das. Man kann einen Buffer geben und dann schreibt ihr das einfach in ein PNG-Bild. Es gibt ein Kommandozeilentool, was man benutzen kann. Und es gibt verschiedene Styles, mit denen man das machen kann. Eine ist der horizontale Style. Man kann aber auch einen vertikalen Style machen. Dann komprimiert er die Frames nicht in Zeilen, sondern in Spalten. Und dann kann man ein Spektrogramm noch machen. Das macht ein Spektrogramm aus dem Audio-Track. Ich habe einige Integration gemacht in Videoplayer. Die sind noch sehr experimentell. Das heißt, ich habe Integration for VLC. Ja, für VLC, VLC und für MPV. MPV ist M-Player und das ist das für VLC. Das ist, wie man das dann auch angucken kann. Das ist aber noch nicht wirklich benutzbar. Ich habe auch versucht, eine YouTube-Integration zu machen mit GreaseMonkey, die einfach Nordlicht in den HTML5-Player von YouTube integriert. Ein paar Ideen für die Zukunft. Man könnte das in Videocontainer einbauen, dass der Benutzer das nicht selbst machen muss. Man könnte das ausliefern als einen Subtitle-Track vielleicht. Dann gibt es noch Nordlicht as a Service für YouTube-Integration. Und man holt sich halt keine YouTube-ID und bekommt dann ein Nordlicht. Oder man kann eine JavaScript-Integration machen. Ihr könnt Packages davon machen für eure Lieblingsdistributionen, für die Linux-Distribution. Und es gibt dann vielleicht ein Debian-Package. Und man kann es in Videoplayer auch einbauen. Und das ist die Homepage. Da gibt es den Source Code auf GitHub. Ja, vielen Dank. Okay. Next talk. Where did we lose? Der nächste Talk. Okay. Ah, du bist das, okay. The clicker has been exchanged. Der Klicker wurde ausgetauscht und wir können reden. Also, ob wir es jetzt gut finden oder nicht, alle, die im Westen aufgewachsen sind, also USA, Westeuropa, wurden von Licht dieser Flammen berührt, also den amerikanischen Traum. Das könnt ihr viel nennen, aber das ist einfach der Glaube, dass Freiheit und Gleichheit nicht nur einfach nur irgendwelche welche netten, zeitgeistigen Meinungen sind, die man haben kann, sondern einfach die Basis, auf dem wir alles aufgebaut haben, auch den wirtschaftlichen Fortschritt. Und es ist wichtig zu wissen, dass das nicht universal akzeptiert ist. In China oder Singapur zum Beispiel, da wird das nicht, ist es nicht Teil der politischen Philosophie. Aber was ist in den letzten Jahren passiert? Es scheint, als ob jeden Tag die Dinge, an die wir glauben sollen, angegriffen werden. Entweder von Terroristen von drüben oder von Politikern, die sie eigentlich beschützen sollte. Wenn du dich umsiehst, dann gibt es im Moment nicht wirklich fortschrittliche Movements mehr. Es gibt nur noch Konservative, die gegen Ultrakonservative diskutieren. Und wenn wir uns muslimische Terroristen ansehen, dann wurden nur 20% von denen wirklich als muslimisch aufgezogen. Und die weißen Terroristen in den USA, die sind ständig in den Nachrichten. Und Leute wie Donald Trump unterstützen. Und was ich da sehe, ist, dass all diese Gruppen eine ganz unterschiedliche politische
Ausrichtung haben, aber das sind alle ziemlich hoffnungslos und ein Wunsch zu sterben. Wir wissen nichts darüber, was ein Politiker wirklich machen wird, sondern alles darüber, was die Psychologie einer Nation ist. In der Rhetorik von Donald Trump ist das sehr interessant, weil nichts ist, was irgendwen inspirieren soll. Da ist nichts Neues drin. There is not even, das ist nicht mal ein New Deal, den ich nicht mag. Es ist einfach nichts drin. Er bringt nichts auf den Tisch. Und was ich glaube, dass kein Trump-Follower wirklich zugeben möchte, ist, dass das eine gefährliche, suizidale Rhetorik ist, die da verbracht wird, mit dem Gedanken, dass die Welt bitte in einem großen Knall untergehen sollte. Vor 15 Jahren lebte ich in West Massachusetts und ich bin da gern in den Wäldern rumgelaufen, meine Nachbarn zu besuchen. Und da war irgendwo eine Lichtung, da war so eine alte Hütte mit ein bisschen Kram rundherum. Und das haben die Leute das Hippie Camp genannt. Und dieses Camp bedeutete irgendwas, es bedeutet den Traum nach Gleichheit, Befreiung, dass man zusammenleben kann ohne den Staat und einfach mal rausgehen kann, machen kann, was man will. Natürlich hat das nicht geklappt, aber sie haben es versucht. Jetzt möchte ich, dass ihr auch einen Traum habt. Das ist das beste Bild, das ich für einen Traum finden konnte. Ihr müsst das nicht leben, aber versucht es irgendwie zu schreiben oder euch vorzustellen, wie die Welt sein sollte. Und versucht es zu beschreiben, die großen Sachen. Wie sollen die Gesetze aussehen? Wie wollen wir Verbrechen verhindern? Wie soll die Wirtschaft funktionieren? Aber auch die kleinen Sachen. Wie sollen Kinder aufwachsen? Was machen Leute aus Spaß? Wie sollen Männer und Frauen zusammen interagieren? Und am wichtigsten, dass ihr darüber nachdenkt, die bestmögliche Ungleichheit. Über Ungleichheit denken die meisten nicht rational. Kommunisten sagen, dass alle irgendwie gleich viel kriegen sollen, egal was sie zur Gesellschaft beitragen. Kapitalisten sagen noch mehr, dass es ihnen einfach egal ist, wie die Gleichheit aussieht, solange der Markt die Entscheidung getroffen hat. Und wenn ihr auf die Ideologien einfach aufgebt, und das möchte ich gar nicht. Ich möchte einfach nur, dass ihr wisst, beschreibt, wie eine humane Welt aussieht. Und wenn ihr das irgendwie beschreiben könnt, in Termini, wie viel Ungleichheit okay ist und wie wir da hinkommen, dann das wäre das ganz toll. Vielen Dank. Eine kurze Ankündigung. Der Raum wird sehr voll gerade. Wir müssen unser Lieblingsspiel nochmal spielen. Alle, insbesondere auf der linken Seite, bitte einfach aufrücken zur Mitte des Raums, so dass wir an den Seiten, an den Gängen noch freie Plätze kriegen. Hier vorne sind auch noch ein paar freie Plätze. Wenn ihr hinten steht, kommt nach vorne. Hier vorne sind noch mindestens 9, 10, 12 Plätze frei. Kommt einfach nach vorne, hier ist noch viel Platz. Wir haben auch noch eine Minute, bevor der nächste Talk anfangen soll. Also. Even the people who just came in, here are some seats over there, just in front. Lots of room here. Also at the edge, so you can just jump up if you want. Yeah, nice. Good work. Very good. You're great. So, next talk. Nächster Vortrag. Wird Cider CI heißt der Vortrag. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt was mit Alkohol zu tun hat. Werden wir sehen. Hallo, ich möchte mit einem Vortrag über Cider CI einen Vortrag halten. Ein Multiservice-Integrationstest-Werkzeug. Das ist ein Ziel von mir, euch zum Nachdenken zu bringen über. Es ist sehr schwierig, Tests aufzusetzen, wo man Software aufsetzt und die dann miteinander und zusammen testet. Traditionelle Continuous Integration Vorgänge ist, also man hat Continuous Builds,
Man schreibt ein Skript und da sind Hooks da dran. Und man versucht, es ist sehr schwer, das eben zum Laufen zu kriegen und auch sehr komplex. Es ist sehr schwierig, das schneller zu machen durch Parallelisierung. Es hat deklarative Abhängigkeiten. Es gibt sehr wenige Annahmen über deinen Workflow. Es sind alles nur Skripte. Es ist sehr, man kann es sehr gut hacken. Wir sind jetzt nicht an einfachen Beispielen interessiert. Ein schneller Überblick. Wir haben ein Projekte, jedes Projekt hat ein Git-Repo. Ein Repo hat ein oder mehr Jobs und jeder Job hat ein bis mehr Tasks, die parallel laufen können. Die sind nicht voneinander abhängig. Und ein Task hat ein oder mehrere Skripte, die in Reihenfolge ablaufen. Ein grafischer Überblick. Hier sind zwei URLs für einen besseren Überblick. Das ist jetzt hier ein Beispiel für eine Integration. Ich mache ein Update auf mein Git. Dann machen wir eben ein Update auf die Staging-Server. So sollte in YAML die Konfiguration aussehen. Das sollte sich immer jeweils in der Nähe deines Codes sich befinden, so dass man also ein Code-Video und Reviews gut durchführen kann. Es ist sehr integriert mit Git. Warum auch nur, das ist der Grund, warum auch nur Git supported wird. Das ganze Branching, die ganzen Commits und der ganze Inhalt ist zusammen, so dass man eben gucken kann, ob das nicht in Ordnung ist. Hier sind die ganzen Tasks, die sind alle parallel, weil es können auch mal Sachen können auch mal schief gehen. Nein. Hier werden die Skripte alle in der vorgesehenen Reihenfolge ausgeführt und wir können auch einen Graphen daraus erzeugen. Dies ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel, eine ganz, ganz einfache Application für kompliziertere Fälle ist dieser Graph einfach viel zu kompliziert, um den im Kopf zu behalten. Also worin ist es gut? Es ist sehr schnell. Retry just this one thing. Also, it's very good at managing lots of different jobs, and most importantly, it's very flexible because it's all free software and not as a service. Some people run in one instance for their whole organization, some run one instance per project. Okay, we can just okay. No problem. So the talk is actually not called Art on Your Screen. Okay. Der Vortrag ist eigentlich nicht so genannt, aber jetzt ein Deutsch. So. Also has a talk tomorrow, and we mixed that up. As Nick Farr would say, the fail never ends.
Okay, also weiter geht's mit Apps als Kunstwerke. Deutscher Talk. Okay, so next it's Apps as Artworks. Yeah, so also okay, so my name is Obelix and also Christian. And I want to talk to you about some new app. So it's first, can an app be art? You know, art is like a picture. You draw something, performance, maybe like singing or something. There are like new forms. There's no reason why you shouldn't do it on mobile devices. Maybe as an app or something like that. And that's why I want to talk to you about project that and experience that I did in Karlsruhe. And there's a project that web app. We test kunst apps. I just wanted to introduce you and show you what experience we had when we tried this. Every year we have categories and just like classical paintings, there are different techniques, or there are you can make sculptures, or you can make it in copper, different techniques and methods to make a picture. And there are different categories to make art on a mobile device or to create art. First, these are just a few of different categories. There is sound art. So the tablet can play sound. How can you, for example, combine that with motions? How you can combine that with a touch screen? And to make beautiful effects there and make artistic combinations there. And the tablets, you always carry your tablet with you everywhere. You probably have one or a smartphone. And the question is, can you make collaborative art? For example, in this example? Here it goes about their city, and it's where the bikers go along. And that was drawn on a wall. But there are also other things like playing tones, or it's very nice, like those apps. Und natürlich auch game art. And there's game art. It's like computer games. You can call them art, but we're concentrating on tablets. It's and combined with the touchscreen and motion and the freedoms that you have with that. How do you present apps in a museum? Will you hang them, put them on the walls, or well, here's a photo from the art museum in Karlsruhe where. Visitors can just touch the apps or can pick them up. They're lying around. And if you have never seen how to present apps, that's what it can look like. And there's the App Art Award. Some facts about that. We had 120 submissions, and the prizes were quite high. It was you can really start lots of cool projects with the money. And what else? Well, most are iOS. Most submissions were for iOS. There were Android is increasing, and there's you can see a trend there that is Android is becoming more and more. There was something on the Goethe Institute in different countries where it was presented, and every year there's a special exhibition with many submissions. And if you ever come to Karlsruhe, you should really look at it. There's another picture for the gala, where the prizes were given, and that was it. If there's a short question, maybe we have time for that. Otherwise, I'm done with my talk now. You can talk to me. I'm at the assembly there, and you have the contact data for me, and here are some links. And if you need some more information about the project, just talk to me. Thank you. Es geht weiter mit 16 zu 9. So, the next talk. Der nächste Vortrag heißt. Oh. Go ahead.
die Entstehung von. Hallo. Vegan Candies. Ich habe euch einige vegane Candies versprochen, aber die wurden von der deutschen Polizei einkassiert. deswegen fuck the police. Ich werde jetzt die Slides einfach durchlaufen lassen. Guckt sie an. Ich bin daran interessiert, mit euch zusammenzuarbeiten und möchte das jetzt interaktiv machen. Und möchte eure Aufmerksamkeit auf wichtige Ideen lenken. Ich bin aus dem Medizinbereich. Es gibt viele verschiedene Arten, wie medizinische Systeme verwundbar sind. Es sind sehr viele Daten. Es gibt viele Daten, die aus medizinischen Datenbanken entnommen werden, geklaut werden können. Die Krankheiten, die Leute haben und zum Beispiel, wenn sie HIV haben, sehr persönliche und unangenehme Daten. Immer mehr. Wir haben nicht sehr viele bioethische Diskussionen über medizinische Geräte und ihre Verwundbarkeiten, ihre IT-Verwundbarkeiten. Viele medizinische Geräte haben einige Informationen, so wie das, was hier auf der Folie zu sehen ist, über Patientendaten, Drogendaten, Drogenbenutzung, also medizinische Drogen. Wir müssen darüber über Wege nachdenken, wie Leute gehackt werden können. Eine der zurzeit führenden Firmen, die medizinische Geräte herstellen, General Electric, sollte ein bisschen progressiver sein. Da es im September jetzt einen Artikel gab, in dem stand, dass eine Gruppe von Hackern, von Black Hat Hackern, habe sich getroffen und die waren ziemlich niedergeschlagen, weil diese Gruppe konnte wohl alle medizinischen Geräte hacken. Wir wollen, dass diese Geräte brauchen Geräte, die ein normaler Krankenschwester benutzen kann. Und Patienten sollen wissen, was passiert, wenn das Ding piept. Wir wollen, dass wenn der Patient zum Beispiel bewusstlos wird, wenn sie nicht mehr kommunizieren können, wir wollen, dass die Helfer herausfinden können, was mit denen ist. Wir wollen nicht, dass bösartige Leute diese Geräte angreifen. Es gibt immer das Potenzial für bösartige Angriffe. Es ist also eine sehr feine Balance. Viele von diesen Devices, von diesen Geräten, haben Default-Kennwörter, also die wir ohne große Mühe erraten können oder herausfinden können. Ich glaube, mein Vortrag ist, glaube ich, durch. Ich hoffe, dass ich kann mit euch zusammenarbeiten kann, um diese Geräte sicherer zu machen. Vielen Dank. So, the last talk for today. Also der letzte Talk für heute. Hi. Ihr habt meine Punchline gesehen. Ich hoffe, ihr freut euch. Fange ich an? Ja. Das ist so ein bisschen ein Meme geworden zwischen meinen Freunden und
zwischen witzig, um halt zu sehen, dass dieses Profiling beim War on Terror, Krieg gegen Terrorismus einfach Quatsch ist. Hast du ja so ein Bild von einem Bart und dann müsst ihr halt irgendwie raten, ob es ein Muslim, ein Hipster oder ein Jude ist. Und können wir das irgendwie sagen? Und nee, können wir irgendwie nicht. Und hier kann das vielleicht irgendjemand raten? Durch Eliminierung? Naja. Oh ja. Und es ist Action Bronson, das ist ein Rapper, also kennt ihr vielleicht. Also eigentlich ist er alles drei, da sein Vater ist albanisch, oder also muslimisch, seine Mutter ist jüdisch und er ist ein dreckiger Hipster, wie wir alle. Bitte rede ins Mikrofon. Seht ihr auf dem Monitor deine Slides. Und die Sache mit dem Profiling ist, dass es so schwierig ist. Es gibt da irgendwie so ein bisschen Wahrheit bei, aber einfach durch visuelle Sachen könnt ihr das nicht feststellen. Ihr könnt nicht einfach annehmen, dass Leute aus Saudi-Arabien kommen oder aus dem Golf oder wo wir herkommen. Aber er kommt aus Afrika, aus Zimbabwe. Und das ist so afrikanische religiöse Figuren, aber das Vieh kommt aus Südasien, aber der sieht eigentlich so aus. Und der sieht aus wie der große Mufti von Saudi-Arabien, aber er ist der große Mufti von Zimbabwe. Und das hat alles mit der Macht und dem Prestige zu tun, die diese Nation mit religiösen Gedanken umbringen. Und das sind halt die Leute, die gegen Lawrence von Arabien gekämpft haben und die halt in Mekka und Medina mitgeholfen haben. Und viele Leute haben halt gesagt, dass das saudische Staat halt irgendwie ein Modell für den islamischen Staat ist. Und es ist so schwierig und die komplizierte Geschichte auch. Und dann gibt es halt so Figuren wie Bin Laden, der echt eine revolutionäre Figur war in der visuellen Kultur des Islam. Und zum Beispiel in den 90ern hat er halt gegen den saudischen Staat rebelliert und hat halt Afghanen-Kämpferkleidung getragen. Und wenn wir uns die Unterschiede so angucken wollen zwischen Al-Qaida und ISIS, Al-Qaida benutzt halt moderne Versionen von Modern Warfare oder Call of Duty, ISIS ist eher Grand Theft Auto. Und da ist schon ziemlich viel Wahrheit bei. Das ist Jihadi John, ein großer Sprecher für ISIS, besonders auf Englisch. Und er ist als staatenlose Person in Kuwait geboren, ist in England aufgewachsen. Und sie haben dann festgestellt, dass die Leute immer diese dicken britischen Akzente haben. Und dann haben sie die Beardles genannt, also die Bartles. Und das ist Dokumentation aus Kuwait. Und er geht immer über die Grenzen rüber. Und das ist sein Kollege im Krieg gegen den Terror. Das ist Jihadi George. Ein gescheiterter Rapper namens Al-Jinni, bevor er rübergegangen ist. Und die Verbindungen sind tief. Und ich denke, das wichtigste Ding, ich glaube, das ist eine Menge Slides, der wichtigste visuelle Trick ist nicht einfach das islamische Ding. Das hat mit dem Krieg gegen Terror nicht wirklich was zu tun. Hier ist so ein ISIS-Exekutierungsvideo, wo die Leute einfach diese Jumpsuits tragen. Und das ist eigentlich viel krasser, als ob die ihre Werte rasieren oder was. Weil, ja, wir wissen, Gesichtspaarung ist schwierig. Aber sowas wie das hier zeigt uns, wie diese Produktionswerte und da dass die Details, die benutzt werden und CGI auf dem Bildschirm ist, das fragen wir uns, ob das heutige Überwachungssystem. Wie bewegen sie das alles? Wie setzen sie das auf, wenn sie wissen, dass sie die ganze Zeit im Flughafen aufgehalten werden können, weil ich irgendwie einen komischen Bart habe? Vielen Dank für eure Zeit und ich hoffe, ihr habt mich mitgekriegt. Vielen Dank. We are right on time, so this concludes today's... Thanks a lot. Yeah, very nice. This concludes today's lightning talk session.